And there goes the alarm ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him? No. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, know where he goes. Now he got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now he got that itch, yeah. Rewind in the bitch, yeah. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar ist es jetzt der zweite Teil meiner Geschichten-Story-Time in Anführungszeichen, wo ich euch einfach mal so erzähle, wie ich auf Belgos überhaupt gekommen bin. Da gibt es so viele spannende Stories noch im Nachhinein, wo ich dann auf Revi gegangen bin, die ich euch einfach nicht vorenthalten will. So, ich bin auf jeden Fall dann von Belgic Labs auf Revi gewechselt, als Belgic Labs so einen scheiß Anti-Cheat hatte. Ich wurde auch mehrere Male dann, wie gesagt, auf Revi gebannt, wie vielleicht manche von euch wissen. Einmal wegen Scaffold Walk, Autoclicker, bla bli blub. Kennt man ja die Stories, denke ich schon. Gab ja früher auf meinem Video, glaube ich, wo ich so gezeigt habe, dass ich für Scaffold Walk gebannt worden bin. 30.000, 40.000 Klicks oder so. Ich denke mal, das kennen relativ viele von euch. Kann ich euch auch nochmal in der Infobox verlinken. Auf jeden Fall, ich bin dann auf Revi gegangen. Hab angefangen, mich irgendwie da reinzufinden, weil ihr müsst euch vorstellen. Ich glaube, ihr wisst, was ein Kulturschock ist, ne? Wenn ihr in einer Großstadt lebt und dann in eine andere Großstadt kommt und diese Großstadt einfach so vermüllt, dreckig ist, vollkommen anders als die Großstadt, wo ihr aufgewachsen seid. So war das für mich von Backpack Labs auf Revi auch so. Auf Backpack Labs waren so die absoluten Vollnoobs, die alle nichts konnten oder fast alle nicht. Und dann kommt man auf einen Revi-Server früher, wo einfach jeder so krank Hits gegeben hat, so krass drauf war, dass man sich das gar nicht vorstellen konnte als Backpack Labs-Spieler. Ich habe dann auf jeden Fall versucht, mich da reinzufinden. Hab's auch, glaube ich, relativ nach ein paar Wochen Spielen hinbekommen, da irgendwie reinzukommen, dass ich so ein bisschen die Spieltaktiken für die Maps kannte, so ein bisschen wusste, wie die Spieler drauf sind. Und irgendwann mit der Zeit habe ich dann noch mit Clips auf Revi angefangen, die mich dann in Anführungszeichen bekannt gemacht haben, da diese Clips wirklich, die sind so krank abgegangen auf YouTube. Ich hatte früher so von den Backwick Labs Clips, ich glaube als 30 Abo-YouTuber auch schon um die 100 Klicks, aber es ist, denke ich, normal, wenn du Clips bringst. Und wo ich dann auf Revi die Clips angefangen habe zu bringen, die sind echt krank viral gegangen. Da hatte ich manchmal auch 1000 Klicks drauf, so. Könnt ihr ja gerne auch mal euch angucken, vielleicht ein paar alte Clips-Videos. Waren immer relativ gut geschnitten, muss ich sagen. Dafür, dass ich früher mit einem kostenlosen Programm geschnitten habe, war das echt nicht schlecht. Irgendwann habe ich dann Denox Returns kennengelernt. Kennen vielleicht auch manche von euch. Der hat mich früher dann noch immer geradet, mich auch gepusht, auch gesagt, yo, guck mal bei Glacier vorbei. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich hatte früher in seinen Streams, war ich fast immer Zuschauer, ganz ehrlich, ich war wirklich fast immer Zuschauer. Hab auch ganz oft mitgespielt und die mir halt da Lines gemoonwalkt durch die Map, das war immer mega krass. Nur irgendwann war ich mit einem zweiten Account in seinem Stream, weil ich mir den mit einem zweiten Account halt angeguckt habe, weil ich gerade darauf eingeloggt war. Da war ich halt ein bisschen größer, das war schon nach dem Mr. DNS-Upload. Auf jeden Fall hatte ich ihn dann dazu ausgefragt, so, yo, wie findest du Relation? Und dann hat er halt rausgehauen, so, ja, seitdem er den Push bekommen hat, meldet er sich gar nicht mehr und er hat mir auch so gar nichts zurückgegeben und so. Hat mich dann in dem Stream auch jeglich beleidigt. Wo ich ganz ehrlich sagen musste, so, ich hatte früher so oft gestreamt, wirklich, ich hatte tägliche Streams gebracht, die 3-4 Stunden gehen. Da hatte ich ihn in der Infocard wirklich immer verlinkt gehabt. Wissen vielleicht, weiß vielleicht, das können wirklich nur ganz, ganz alte Zuschauer wissen, muss ich ganz ehrlich sein. Das weiß nicht jeder. Und dass er dann halt so gebracht hat, yo, der hat mir gar nichts zurückgegeben und so, das hat mich halt schon so ein bisschen, das kam schon so ein bisschen hart, muss ich sagen. Das hat sich dann aber auch irgendwann abgeschlossen, er ist jetzt inaktiv geworden, hat auf seinem Kanal dann irgendwann nur noch Scheiße gebracht, so. Fand ich ein bisschen schade, da er wirklich ein krasser Streamer war, weil der hat so einfach, spontan hat er gesagt, yo, ich bringe jetzt einen 48-Stunden-Stream und ich dachte immer so, Digga, was ist mit dir krank los, Alter? Und du leckst ein bisschen, Junge. So, das war mega krank von dem. Ich war früher, ihr müsst euch vorstellen, so ein Typ, ich hab, wenn YouTuber gestreamt haben, ich wollte immer in-game dabei sein. Ich wollte die so hart auseinandernehmen, einfach zeigen, was ich konnte. Das war immer früher so, ich war so dieser Typ, der die YouTuber richtig abgefuckt hat, wie Zuschauer es jetzt bei mir tun. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und da müsst ihr euch vorstellen, wir waren einmal in einem Stream von To Fame For You. Und der hat mit einem Mod von Revi gespielt. Und dieser Mod hat mich beleidigt. Dicht, aber halt aus Spaß, ne? Und meinte immer so, ja, Digga, ich bann dich heute noch und so, weil ich hab immer OP-Ways zu den Moonwalk durchgezogen, das war so krank, Leute. Und Digga, die Lags zerstören echt, die zerstören dich komplett.
Das war wirklich, es war so eine kranke Zeit früher. Und dann hat er halt irgendwann auch so gesagt, Relation, verpiss dich. Und irgendwann bann ich dich heute noch und so, wenn du weiter so machst. Das wurde auch früher so kurze Zeit zu einem Meme auf meinem Kanal. Ich habe immer am Ende des Videos so eingeblendet, Relation, verpiss dich jetzt. Das habe ich dann immer so in Zeitlupe eingeblendet, weil ich es einfach so mega lustig fand. Und ja, irgendwann hat mich dann Mr. DNS angeschrieben. Und ab da an kennt ihr ja die Story wahrscheinlich schon. Und ja, Leute, ich hoffe, euch haben die kleinen zwei Teile hier gefallen, wo ich einfach mal darüber erzählt habe, wie ich so auf YouTube, wie ich auf Bad Wars gekommen bin. So, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal eine Bewertung schreibt, ob ihr sowas öfter hören wollt, weil ich habe so noch ein, zwei Stories in der Hand, so die mir so passiert sind in der Zwischenzeit, die wirklich krass waren. Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.